Mario hat Konkurrenz gekriegt und die ist richtig, richtig gut. Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal geht es mit Astrobot um den jüngsten 3D-Plattformer für PlayStation 5, an den wohl nicht nur ich hohe Erwartungen geknüpft habe. Nachdem ich das Jump'n'Run nun durchgespielt habe, kann ich eines schon vorwegnehmen. Astrobot wird den hohen Erwartungen nicht bloß gerecht, sondern übertrifft sie sogar. Der Astrobot hat wirklich Pech. Jedes Mal, wenn er im Weltraum unterwegs ist, taucht ein nerviges Alien auf, zerstört sein Schiff und sorgt zu allem Überfluss auch dafür, dass all seine Roboterfreunde quer durch die Galaxie verstreut werden. Keine Frage, die müsst ihr natürlich retten und bei der Gelegenheit dem grünen Untertassenplagegeist und seinen hässlichen Freunden zeigen, wo der mechanische Hammer hängt. Soweit so typisch für die Reihe, inklusive der unzähligen offensichtlichen PlayStation-Bezüge, etwa bei der Form des Raumschiffs in Gestalt einer PS5 oder dem kleinen Gleiter des Astrobots, der natürlich genauso aussieht wie der DualSense-Controller. In den 5, eigentlich sogar 6 Systemen gibt es aber noch viel mehr dieser Bezüge. Denn ein großer Teil der 300 Bots ist bekannten Videospielhelden wie Kratos, Nathan Drake oder Aloy nachempfunden. Die wichtigsten Neuerungen von Astrobot bestehen in einigen weiteren Spezialfähigkeiten, mit denen ihr eurem kleinen Helden besondere Moves verleiht, aber zum Teil auch Manipulationen der Umgebung oder Veränderungen eurer Gestalt ermöglicht. In diesem offenkundig von Japan inspirierten Level ist der Astrobot etwa ein Schwamm. Saugt ihr euch in einem Pool voll Wasser, wachst ihr zu einem Riesen heran, der alles inklusive Gegnern über den Haufen läuft. Es gibt aber auch so etwas wie das Gegenteil davon, wobei die Schrumpffähigkeit in diesem Level ein paar Liebling-Ich-habe-die-Kinder-geschrumpft-Vibes versprüht oder für die Jüngeren unter euch entfernt an die beiden Teile der Unravel-Reihe erinnert. Zum Angebot der Spezialfähigkeiten zählen auch Boxhandschuhe, die heftige Hiebe auf größere Distanz ermöglichen, aber auch das Festhalten an bestimmten Kletter- oder Schwungstangen. Ein huniges Etwas auf dem Rücken funktioniert wie eine Rakete, mit der ihr euch meterweit in die Luft katapultiert. Eine Art Hunde-Jetpack gibt euch wiederum Vortrieb, um durch bestimmte Objekte und die meisten Gegner einfach hindurchzurammen. Da gibt es natürlich noch einige weitere, wobei gerade der Skill, bei dem sich der Astrobot eine PSVR anzieht, besonders kreativ genutzt wird. Mit dem Teil könnt ihr kurzzeitig sozusagen die Zeit einfrieren, um etwa in diesem Level im Casino-Stil Dartpfeile oder Pokerchips als temporäre Plattform nutzen zu können. Um die jeweils nächste der insgesamt 5 Story-Welten freizuschalten, müsst ihr erwartungsgemäß jeweils eine bestimmte Menge an geretteten Bots erreichen. Die erforderliche Anzahl ist relativ groß, weshalb ihr den überwiegenden Teil der Bots in den regulären Levels einsammeln müsst. Da die allerdings global gespeichert werden, ihr also keinen verliert, wenn ihr zwischendrin sterbt und zum letzten Checkpoint zurück müsst, ist das mehr als fair geregelt. Außerdem könnt ihr mit ein paar Münzen bei einer Levelwiederholung auch eine Hilfsfunktion aktivieren, die euch wie ein Detektor zu jedem Bot lotst und auch zu versteckten Puzzlestücken, auf die ich später nochmal zurückkomme. Wer möchte, kann sich auch um die Rettung der Bots in einer ganzen Reihe von eher kompakten, challengeartigen Levels kümmern, die prinzipiell aber optional bleiben. Die sind besonders dann für euch interessant, wenn euch der Pflichtteil von Astrobot etwas zu leicht oder zu verzeihend sein sollte. Denn auch wenn ein erfolgreicher Durchgang selten mehr als 60 Sekunden dauert, die Challenge-Levels sind erheblich kniffliger geraten und verfügen über keinerlei Checkpoints. Ihr müsst sie also an einem Stück schaffen, was mich in manchen Fällen auch mal 20 und teils sogar deutlich mehr Versuche gekostet hat. Die Dinger sind aber trotz der schnellen Tode bei Fehlern, da eben schon ein Treffer zum Scheitern führt, so dermaßen motivierend geraten, dass ich eigentlich nie aufgegeben habe, bis ich es dann endlich gepackt hatte. Auch in diesen Challenges kommen oft die zuvor genannten Spezialfähigkeiten zum Einsatz, aber immer wieder auch andere spezielle Items wie dieses Quietsche-Entchen, das nur sehr kurze Zeit Wasser verspritzt, womit ich mir einen Weg über das Lavabecken bahnen muss. Und dieses Lavabecken bildet nur den Einstieg ins Level, dahinter warten noch ein paar mindestens genauso anspruchsvolle Aufgaben.
Die Challenge-Levels bieten überwiegend eine Mischung aus rasantem Platforming, Kämpfen und dem Einsatz spezieller Fähigkeiten und Gadgets. Andere legen einen klareren Schwerpunkt. In diesen Kampfherausforderungen im Retro-Stil müsst ihr entsprechend alle Feinde ausschalten, um den Bot am Ende retten zu können. In diesem Fall ist besonders fies, dass sich nach einiger Zeit der Boden beginnt aufzulösen. Ihr habt also auch nicht unbegrenzt Zeit, euer Ziel zu erreichen und scheitert auch, wenn ihr mit zu viel Ruhe an die Sache herangeht. Durchaus herausfordernd sind auch einige der Bosskämpfe, bei denen ihr zwar auch auf komplett neue Gegner wie diesen Djinn trefft. Die eigentlichen Storybosse sind aber praktisch ausnahmslos alte Bekannte, wobei jeder Kampf natürlich ganz anders abläuft als im VR-Ableger Astro Bot Rescue Mission. In jedem Bosskampf nutzt ihr zudem eine der Spezialfähigkeiten. Die Levels ganz allgemein sind nicht nur optisch und thematisch sehr vielfältig, wobei die Gegner stets im Stil angepasst werden, sondern bieten auch spielerisch jede Menge Abwechslung. Überall stecken zudem kleinere und größere versteckte Geheimnisse drin oder Bonusaktionen, bei denen der Astrobot mit der Umgebung auf besondere Weise interagieren kann. Das allein ist schon klasse, genauso wie charmante Details, wobei der Astrobot etwa einen Schirm auf dem Helm trägt, wenn es regnet. Noch putziger aber ist vieles von dem, was im Hub-Level passiert. Auf dem Planet, auf dem euer PS5-Schiff zu Beginn des Spiels abstürzt, ist zunächst noch nicht viel los. Mit jedem geretteten Bot füllt sich das Hub-Level aber immer mehr, und zwar exakt mit den tatsächlich geretteten Bots. Habt ihr also solche im Kostüm bekannter Videospielhelden bereits gerettet, dann sind die dort auch wirklich zu sehen und helfen euch, wenn ihr nach ihnen ruft. In der Hub-Welt schaltet ihr später nämlich weitere Gebietsteile frei und könnt an bestimmten Stellen Bots zur Unterstützung rufen, wenn ihr die erforderliche Mindestzahl erfüllt. Dann helfen euch eben auch Deacon, Aloy und Solid Snake dabei, ein dickes Kabeltau aus der Wand zu reißen oder formen kurzerhand eine Botbrücke, über die ihr über einen Abgrund auf die andere Seite rüberlaufen könnt. Das könnte ich mir echt stundenlang ansehen, zumal die im Hub gespielte Musik mich teils stark an berühmte Westernstücke von Ennio Morricone erinnern, die noch mehr Ohrwurm-Charakter haben als der Rest des allgemein tollen Soundtracks. Was ihr ebenfalls im Hub-Level freischaltet, vorwiegend über das Einsammeln der in den Levels versteckten Puzzleteile, sind verschiedene Gebäude. Darin könnt ihr dann in den einzelnen Levels erspielte Münzen, etwa an einem Kugelautomat, in insgesamt fast 170 Boni investieren. Dazu zählen alternative Kostüme für den Astrobot oder Lackierungen für den Dual-Sense-Gleiter. Enthalten sind auch Objekte, mit denen die geretteten Bots bestimmte Aktionen im Hub ausführen, jeder natürlich irgendwas Typisches für den Bot von Nathan Drake oder auch den von Crash Bandicoot zeigen. Das ist wirklich herzallerliebst. Apropos Nathan Drake, für manche der PlayStation-Bots gibt es auch Speziallevels wie eben für den Helden der Uncharted-Reihe oder auch den Spartaner Kratos. Ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es hängt auch immer ein spezielles Gadget mit dran. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Zur Höchstwertung kann ich mich am Ende nicht durchringen. Dafür hätte es vielleicht noch einen Hauch mehr kreative Ideen oder Spezialfähigkeiten gebraucht. Aber das ändert nichts daran, dass Astrobot eines der besten Jump'n'Runs unserer Zeit geworden ist und noch dazu eines, das mir so oft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat wie kaum ein anderer Genrevertreter. Und Mario ist ja schon bekanntlich alles andere als ein Langweiler. Zwischenzeitlich dachte ich noch, dass der PS5-Exklusivtitel seinem fantastischen VR-Vorgänger nur auf Augenhöhe begegnen würde. Tatsächlich gelingt Team Asobi ohne VR-Anbindung und ohne massiv einen auf Werbespiel für die Fähigkeiten des DualSense zu machen, einfach ein herausragend guter Plattformer, der spielerisch, atmosphärisch und technisch gleichermaßen so überzeugend ist, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Wer auch nur halbwegs etwas mit den bisherigen Abenteuern des kleinen Roboters oder Jump'n'Runs im Allgemeinen anfangen kann, muss Astrobot haben. Meine persönliche Wertung lautet 9,5 von 10. Diesen Test gibt es auch als Text auf gamersglobal.de. Sollte euch dieses Video gefallen haben, hinterlasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement dieses YouTube-Kanals.